Am 10. Oktober konnten wir den EWE Baskets Oldenburg im örtlichen Vapiano mal beim Kochen über die Schultern schauen. Bei Größen von 2,12 Meter und 2,02 Meter war das gar nicht mal so leicht. Mit dabei waren Headcoach Mladen Drianjic, Maskottchen Hubert sowie die beiden Spieler Dirk Medrich und Philipp Schweterhin. An den Kochstationen des Restaurants bedienten die drei Stars der EWE Baskets die Gäste und kochten anschließend die bestellten Gerichte. Hubert half beim Servieren und empfing die Besucher. Die Einnahmen der Nachwuchsköche kommen dem ambulanten Kinderhospizdienst Oldenburg zugute. Das ist eine Plattform, wo wir Öffentlichkeit kriegen, wo Menschen erfahren, dass es diesen Dienst gibt, diese Organisation gibt. Das ist schon einmal ganz toll. Und wir sind, obwohl wir eine Stiftung sind, auf Spenden angewiesen. Die Arbeit, die wir leisten, ist für Familien völlig kostenfrei. Und wir machen das ja viele Jahre für die Familien. Die Begleitung ist ja nicht nur in den letzten Monaten, Wochen oder Tagen, sondern bei der Kinder- und Jugendhospizarbeit begleiten wir über Jahre hindurch eine Familie. Das kostet Geld. Für diese Spende schwungen die Akteure doch gerne den Wok. Ich finde es gut, dass wir Sportler was weitergeben können an die Kinder, an die Kranken, auch an die Erwachsenen. Ich denke, das muss noch viel häufiger passieren, dass wir Sportler uns da reinhängen, um einfach ein Stück, was wir produzieren, weitergeben. Durchs Merchandise, durch Unterstützung, durch, wie hier heute, dass wir so eine Kombination Vapiano, EWE Baskets, dass wir da was Positives rausziehen können. Weil es einfach zum Ersten für einen richtig guten Zweck ist. Und die andere Sache ist einfach, dass man hier einfach mit den Leuten dann dabei kommunizieren kann, ein bisschen in Kontakt kommt, Spaß mit denen zusammen hat. Ja, und Kochen ist noch eine dritte Sache. Kochen tue ich sowieso ganz gerne, insofern ist es einfach eine geile Veranstaltung. Neben der im Mittelpunkt stehenden Spendenaktion konnten sich die Fans noch Autogramme und Fotos abholen. Auch für einen kleinen Schnack standen die vier zur Verfügung. Ich finde es einfach auch mal cool, eine Möglichkeit zu haben, mit den Leuten, mit den Fans auch mal ein bisschen so abseits vom Spielfeld, wo man immer nach dem Spielen, vor dem Spielen immer ein bisschen gestresst ist, irgendwie in Gedanken woanders ist, einfach mal ein bisschen ungezwungen Spaß haben zu können und einfach ein paar coole Stunden zusammen zu haben. Ich finde, das ist auch einfach das Besondere heute. Am Ende konnte sich der ambulante Kinderhospizdienst Oldenburg über einen Check in Höhe von 1.353,80 Euro freuen. Wir wünschen für die Zukunft alles Gute.